Aber es sind halt nur 111 Silber, ne? Das reicht noch nicht für 6 Leute. Manche haben ja schon busy was. Ja, aber trotzdem, also die 111 in der Grappa für einen reichen und dann noch nur ansatzweise. Ja. Also ich denke so 600 bis 800 brauchen wir. Ja. Und dann wird's knapp. Allein die Waffen, die fressen Arsch voll Silber. Ja, das ist das Problem der Frostner und... Ey, wir haben schon wieder eine Schnitt zu essen außer Karottensuppe, wa? Dem Frostner, den wollte ich ja dann spielen, ne? Das war ja der. Ja, den will eigentlich jeder spielen, weil der in der Ebene mit das Beste ist eigentlich. Ja, dann machen wir uns alle Frostner, wir sind alle Tor. Ey, apropos Frostner, also ich habe keinen Frosttrank mehr und es ist auch keiner mehr im Lager. Ich hab noch 10 dabei. Nein, die sind okay. Hier unten in der Base. Also hier in der Silberbase sind die. Ah, okay. Ja. Gut. Guck an, was brauchen wir denn für Frosttränke? Wo sind denn jetzt die ganzen anderen Kristalle hin, Leute? Ich weiß nicht, wo die. Ich hab sie jetzt halt mal in die Eisen. Ach, oder halt ich sehe schon hier. Hier sind 2 Kisten gefüllt worden. So. Vorne an den Portalen, Robin. Das sind auch Kristalle? Ja, das sollte. Ach ja, stimmt, da ist ja auch Obsidian und alles. Stimmt, ja, stimmt. Genau. Ja, das sind ja die ganzen Müllkisten. Ja. Die Ankommenkisten. Genau. Ja. Wie der Alter immer so sagt. Praktisch. Wieder die Steine hätten da jetzt nicht rennen müssen, dafür haben wir den Wagen daneben zu stehen. Apropos Alter, ich hab heute sogar sein Shirt an, fällt mir gerade ein. Ich will mal kurz AFK was wegbringen. Alles klar, bis gleich. Hast vom Alter das Shirt an? Jupp, das kurzer Moment-Shirt habe ich mir geholt von ihm. Und eine Tasse hatte ich auch. Hab ich die jetzt gerade? Nee, Xantios habe ich jetzt hier, jetzt Tasse. Und ich habe mir sogar vor, jetzt dann, wenn ich mich eingearbeitet habe und alles in einem neuen Beruf, dass ich mir hier so eine Art Merch-Regal immer neben dem Studio stelle, damit halt immer, wenn halt gerade irgendwie jemand rein raidet, den ich kenne und wo ich auch Merch habe, das gleich in die Kamera halten kann. Okay. Ah, oh, Strand zu viel. Ich sehe schon wieder nichts hier. So. Hier. Nee, das ist doch normaler Stein da unten. Wir haben tatsächlich schon 18 Kristalle. Damit lässt sich, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, schon die Kristallaxt machen, oder? Jo, Stufe 1. Ah, aber er mit 30 Silber und 40 uralte Rinde noch. Und das wäre. Genau. Das wäre eine Einhand, oder? Sogar? Nee, zweihändig. Nee, zweihändig. Ach, sie ist zweihändig. Okay, ja. Nee, schade. Nee, dann nicht. Weil damit dann nicht. Bist du echt viel zu langsam mit den zweihändigen Dingern. Ja. Wäre was für mich? Die Zweihände sind zwar langsam, aber machen dafür Schaden. Das stimmt. Ja, vor allen Dingen, wenn du deine Skill aufgebaut hast. Richtig schön. Haben wir keine Blutsäcke mehr? Nur noch die in der Taverne. Wenn mich nicht alles täuscht. Bei hier sammeln wir sie ja schon gar nicht mehr. Da war in der Taverne schon eine Kiste mit Distel, Blutsack und so weiter und so fort. Alles, was du brauchst für den Frosttrank. Einer ist noch drin hier. Ein Blutsack haben wir noch. So, Schweinski ist bei euch halt fit. Gut. Seid schon am Poppen. Wollen wir mal Pennyen vielleicht doch noch mal ein bisschen Tageslicht genießen? Ich bin hier nur am Silber abbauen. Ach, du bist doch am Silber? Okay. Ja. Robin, was ich jetzt mal vorschlagen würde, ich borde mich jetzt mal rüber und hol Blutsäcke. Ja. Weil alles auf andere macht wenig Sinn. Ja, auf jeden Fall. Sonst haben wir nächste Woche wieder das Problem. Nein, wir schmelzen ja dann noch jetzt Silber ein und könnten uns ja wenigstens schon mal Level 1 Wolfsschutzpanzer machen. Dann sind wir damit schon geschützt vor Kälte. Aber nicht, wenn wir nass sind, ne? Wenn es regnen sollte vor im Dunkelwald. Ja, dann kann brauchen wir auch Tränke. Ja.
Aber wenn du die komplette Rüstung hast, dann bist du komplett geschützt. Ja. Echt? Mir war so, als wenn das gereicht hätte. Ich bin voll. Dann können wir uns ja doch noch schlafen legen. Beim Dunkelwald, ja. Bei Nacht ist echt scheiße, ne? Ja, dann hol ich nicht im Dunkelwald, im Sumpf meine ich. Ja, ich hole halt mal noch im Sumpf ein paar, das ist ja jetzt nicht so drastisch. Aber wenn du nicht schießt, ist halt blöd, ne? Dann schwimmst du teilweise an den Viechern noch vorbei. So geht's mir zumindest. Trotz Stirnlampe siehst du es da manchmal nicht, wenn es dunkel ist. Ach. So, also ich lieg schon im Bett. Ach, sind alle da, oder was? Na, Fenrir ist ja gerade auf dem Weg nach Hause. Hat er gemeint, er ist voll, er kommt zurück. Momente. Hier gibt's gerade auf die Fresse von irgendwem. Lauf einfach weiter. Du bist ja, ich hab's ja schon platt, ja, und alles gut. Ja, so kannst du es auch machen. Stirb einfach, da bist du schneller wieder da. Können wir wenigstens weitermachen? Ja, habt ihr euch jetzt schon alle hingelegt, oder was? Yep. Ja, natürlich. Musst du nur dein Silber in die Kiste schmeißen und dann kannst du dich auch rüberporten mit dem Rest. Ja, ich muss erstmal an der Base ankommen. Alter. Vor allem ein Stück. Vielleicht sollten wir uns für die Zukunft auch mal ein bisschen drauf einigen, wer der Kartograf ist sozusagen. Dann haben wir nicht diese gedoppelten Markierungen, wenn wir dann am Kartentisch dran sind. Das macht vielleicht Sinn. Hammer. Ja, Penner. Was, wieso? Ach, hier die Schamanen bei uns an der Base hier. Ach so. Macht mir das nicht nah mit dem Rochen, das macht nur gelbe Zähne und nur schwarze Lunge. Euch Minderjährige ist das sowieso verboten und ich heiße sie eh nicht gut. Gut, der hat keinen Bock auf Penner, der setzt sich lieber hin. Ich steht sogar dran. Ist ja krass, ich habe gerade mal meinen letzten Todeszeitpunkt angeschaut, da steht sogar der Tag dran, wann du verreckt bist. Na, jetzt hast du ja auch mittlerweile mehrere Todesorte als Markierung. Ja. Damit du halt auch weißt, welcher Todespunkt, also welche Markierung an Todespunkt war denn jetzt welche, dass du wenigstens am Tag orientieren kannst. Ja gut, aber wie ist es dann bei Higgs, der hat ja dann, kriegt ja dann angezeigt mit Strichzeichen 1, 2, 3 pro Tag. Ich bin heute gemein, man merkt, ich war die ganze Zeit auf der Arbeit. Warum renne ich eigentlich vorne raus, wenn wir doch hier hinten eine kleine Tür haben zum Portal, Jepp? Weil du das jetzt dir schon angewöhnt hast. Ja. Das ist wie mit meiner Base und Solo-Play, die war auch zur Hälfte aufgerissen worden von Trollen. Und ich habe trotzdem immer noch die Türen offen zugemacht. Und komm, ich mich unmittelbar gemerkt, okay, die Tür jetzt auflassen können, weil die Schmiede ist zur Hälfte offen. Also ich bin mal im Sumpf, während ihr frieren geht. Alles klar. Okay. Ich hätte auch gleich wieder einen Eiktier-Buff. So viel nur schon mal ein bisschen in Richtung Silberader. Warte mal, die eine war ja schon leer geräumt. Die streiche ich jetzt durch, die in der Mitte. Die zweite habe ich so gut wie leer. Ja, wir gucken nochmal nach, einfach. Ja. Weil die gehen teilweise auch echt, ums Eck und ein bisschen in die Tiefe rein sogar. Ja. So, jetzt noch eine Minute und dann habe ich Eiktier-Buff. Hä? Ich schlage mal kurz die Schmiede aus. Hast du was kaputt gemacht, Decker? Ja. Ich habe kurz den Schmiedetisch. Der Zug verspätet sich? Ich wollte irgendjemand zerledert hier was. Ich meine, sonst bist du im Sumpf und bist kaum geportet. Schon hast du überall die Schlundigel hängen. Ja. Und jetzt, wo du sie brauchst, ist keiner da. Ja. Schnapp dir die Karre, dann kommen sie. Oder bau dir schnell einen Floß, dann kommen sie, die Schlundigel. Könnte ich bitte kurz den Robin haben als Köder? Ach, wirklich. Gaffa, warte, komm zurück, ich hab gleich den Aktiver für dich. Achso, okay. Juhu, da ist er ja. 2 Stück, 3 Stück. Kommt her, ihr Säcke. Wir spielen. Noch 4 Sekunden. 3,
12. Hey, warte! Eins. Zu spät. Ich sag bist du noch mal weit entfernt, Fenrir? Wir sind ja schon teilweise auf dem Berg drauf. Was machst du denn da oben? So, also hier ist noch Silber. Okay. Ja, ja, ein bisschen ist genau. Noch. Dann halt die falsche abgehakt, dann muss die abgehakt werden. So. Na gut, da ist nichts mehr. So, also zwei Tränke können wir schon mal bauen. Also 20. 20? 12. Ich hab gedacht, da kommen 10 raus. Sah das 6. Mal so aus. 6? 6. Immer nur 6. Aber sie sind auf 10 stackbar, deswegen. Kann sein, weil ich dann so viele rausgeholt habe, weil ich 5 Fermentiere leer gemacht hatte, das kann sein. Ja. Eine Ausdauer, aber wenigstens ausgeruht, bufft er die jetzt deutlich schneller. Hier schon wieder voll? Lol. Wie das sind die Steine hier. Achso, ja klar, brauche ich ja jetzt nicht. Ich kann ja den Gürtel jetzt nehmen. Aber stimmt, jetzt pinkt es nicht mehr, wa? Wenn du das Silber freilegst. Das ist interessant. Dann haben sie da wohl was geändert, was gefixt. Das war bei mir aber immer schon so, im Solo. Ne, im Solo habe ich das Problem gehabt, dass das weiter gepinkt hat. Rumst. Achso, weil Fenrir kommt. Die Erde bebt aber, wenn du hier lang geschlittert kommst, Alter. Schüttel den Speck. Schwabbele, babbele, boah, Alter. Ey, schwappo, wappo, ey. Ja. Voll die Seuche, Alter. Ja, voll die Seuche. Hausmeister Krause. Ja. Alles für den Dackel, alles für den Club, unser Leben ist der Hund. Aha. So. Jetzt hab ich zu viel Silber drin. Hast du noch ein bisschen Platz, Gandalf? Nee, ich bin voll. Scheiße. Ich hab Platz. Ich hab 449 Kilo. Ja, dann, Kendrick, komm mal bitte zu uns. Da oben macht irgendwo ein Drachen rum. Stell dich mal vor mich. Vor mir. So. Jetzt habe ich 50 Steine mitgenommen. Lol. Aber gut. Ich bring da mal die 16 Silber da runter. Ja. Noch eine Dings haben wir nicht, oder was? Silber? Doch. Wir haben da, glaube ich, noch eine. Oder ist die schon leer? Ne, die ist schon leer. Oh! Da müssen wir weiter suchen. Jetzt schon leer gemacht. Aber ja. Wir haben hier hinten noch nicht zu Ende erkundet, ne? Also es waren Silber war hier, hier und hier. Ja. Ja, dann sind die schon leer. Aber da, wo ich gerade pinge, da ist noch nicht zu Ende erkundet. Da könnte man auch suchen. Und immer schön an Obsidian mitnehmen, ne? Wow! Vorsicht, falsch an. sagte ich ihm, während er fiel. Okay. Du hättest ja wenigstens auch reagieren können, Fenrir, aber nee. Einfach mal abgerutscht. Oh ja, Hallöchen. Koron 81, vielen lieben Dank für dein Follow. Grüß dich, schnapp den Stuhl, mach's dir bequem. Schnapp den Bier, wenn wir keins haben, hol welches. Und nicht aufs Bier setzen. Und nicht aufs Bier setzen, genau. Nicht so wie Fenrir. Was? So, die Silberkiste ist bald voll, Leute. Das grenzt hier alles schon an Mobbing. Ja. Ich leg Beschwerde bei Twitch ein, hier wegen Berufsmobbing und so.
Bei der Twitch-Gewerkschaft. Genau. Henry, du weißt ja, 9 von 10 Leuten finden Mobbing okay. Ja. Mhm. Ist immer so. Oh Mann. So. Irgendwo habe ich jetzt noch ein Harz und ein Holz hier. Wahrscheinlich irgendein Grayling auf die Nase kaut. Wo sind denn die? Das schnell verfeuerte Zeug. Ah, die Augen. Die Augen müssten wir jetzt theoretisch in der Küche langsam lagern, wa? Die Zwergenaugen. Und die Drüsen ebenfalls. Ach, die Zwergenaugen. Ja. Die Zwergenaugen brauche ich aber auch oben noch ein bisschen für die Tränke. Für die Frosttränke. Stimmt. Naja, nicht mehr lange. Nicht mehr lange, weil wir haben jetzt eigentlich schon relativ viel Silber, wa? Ja gut, aber wenn wir das nächste Mal wieder mit 6 oder 7 Leuten sind. Na gut. Ich meine, wir hatten vorhin auch mal 40 Stück davon. Robin, ich lade jetzt aber nicht nochmal mit zum Silber. Ich würde sagen, ich gehe noch ein bisschen jagen und dann mache ich auch gleich Feierabend. Warte, warte, der Koron holt gerade Bier für uns. Er eilt schon, hat er geschrieben. Ah, ja, geil. Musste aber nach Berlin und nach Hessen und nach Franken und was war noch? NRW, ne? Ja. Und Saarland, oder? Und genau. Saarland auch noch. Ach, stimmt ja. Also, gut, Flitze, Koron, Flitze. Er hat noch 7 Minuten Zeit, also. Ja, das schafft er doch, oder? Schnell ein Portal hier setzen, loset das. Wenn er Fluxkompensator hat, bestimmt. Ja. Ja, pass auf, wenn jetzt Fenribus noch ein bisschen jagen geht, wollen wir dann vielleicht schon mal die erste Silberfuhre nach Hause fahren? Ja, dann haben wir jetzt schon mal etwas da und dann können wir mal probieren, ob es doch reicht, wenn wir nur ein Rüstungsteil aus Silber brauchen und aus Wolfsfell, um den Frostschutz schon zu haben. Dann sparen wir schon mal ordentlich Tränke ein. Wenn es doch funktioniert. Weil ich bin der Meinung, das ging mit einem Teil schon. Wenn ich jetzt noch einen Blutsack habe, dann kann ich noch mal eine komplette Ladung voll durchlassen. Ein Blutsack. Also alle 5 Fermentierer oder wie? Einer ist noch, ja, wenn noch einer da ist, dann gehe ich jetzt zurück und setze schon mal an. Na gut. Dann bauen wir weiter Silber ab. Brauchst um die Kältephase Berge brauchst nur den Wolfsumhang. Brauchst nicht die Rüstung. Brauchst nur den Umhang. Ach, nur den Umhang, das ist ja wunderbar. Ja. Ich glaube, für den brauchen wir noch nicht mal Silber, oder? Nee, aber doch. Viele Wolfsfälle. Ja, wo Wolfsfälle. Wir haben Moment, die Sans Ash. Ich kann es auch gleich sagen, ich bin auch gleich zurück. Dann kann ich in die Schmiede schauen, was wir brauchen, oder in die... Na, wo ist es dann jetzt da? Wolfsumhang. Ist das jetzt bei der Schmiede oder... Müsste Schmiede sein. Was, echt? Werkbank? Oh, okay. Werkbank, hätte ich gesagt. Ja, okay, der Fluxkompensator wird schon geladen. Wunderbar. Koron, dir fällt mir dein Humor. Schön, dass du auch mitmachst. Wolfsumhang. 4 Silber, immer Wolfskopf und 6 Wolfspilz. Ja, die Köpfe sind das Problem. Ja, schön blöd. Ich hab irgendwann mal vorhin noch einen Kopf weggeschmissen, weil mein Inventar voll war. Den habe ich mitgenommen und irgendwo reingelegt. Oh, das ist gut. Zur Not kann ich bei mich ins Spiel rüberhupseln, weil da habe ich noch ein paar Stück. Nee, das möchte ich ehrlich gesagt nicht, dass man dann aus anderen Safe-Games was drüber schubst. Wenn ich das mit Bild, um Gottes Willen, ich stand das ja nur vorgeschlagen. Ja, das... Ist lieb von dir, aber lass mal lieber. Machen wir lieber so. Also, wir haben jetzt nochmal 5 Metfässer voll mit Frosttrank. Oh, das ist ja... Hervorragend. So, 2 Wölfe sind schon wieder down, aber kein Kopf bisher, dummerweise. Guck ja, auch mal in die Trophäenkiste, ob da vielleicht zufällig noch ein paar Wolfsköpfe drin liegen. Ich glaube, Moment. Trophäe. Nee. Schade. Oh, ich erfriere schon wieder. Ja. Sag mal, Schweine sind mittlerweile. Ist eh nicht drin. Was ist mit den Schweinen? Die sind so rar mittlerweile. Na, jetzt können wir sie ja wieder schlachten. Jetzt haben wir doch wieder ein Schlachtemesser. Ich hab doch beim Stall angebaut. Der ist bei der.
Ich könnte Schweine schlachten. Die Frage ist... Ja. Machen wir da Würstchen draus oder was machen wir draus? Suppen und Würstchen. Können wir draus machen. Machen wir die Mini-Wini-Würstchenkette. Mein Aim ist heute wieder grottenschlecht, ey. Ich eben auch. Anstatt das Reh zu erschießen, habe ich einen Baum niedergestreckt. Ja, mach wenigstens einen Baumkuchen draus. Ach du Sch... So, aber die Eisdrüse halt mir jetzt nicht entgehen lassen. Hunger hat er auch schon wieder. Junge, Junge. Nahrung ist langsam echt ein Problem mit so vielen Leuten, oder? Ja. Ich glaube, es macht wirklich doch Sinn, wenn ich daraus einen G-Porter-Server mache und das Savegame importiere. Weil dann könnt ihr wirklich, so wie ihr Lust und Laune habt, einfach mal so in der Woche auch mal einfach hier raufgehen und ein bisschen grinden. Ja. Mach ich mal. Braucht er nicht immer auf mich zu warten, dass ich hoste und so ein Gedönse. Ja, und du hast bei dir nicht das Problem in Stream, dass du ruckelst wie ein Box. Ja, das auch noch, ja. Aber mittlerweile geht's auch wieder, also es hat sich wieder stabilisiert, keine Ahnung woran es lag. Vielleicht doch wirklich an der Base und dem Sturm gleichzeitig. Oder dass wir viele auf einem Haufen waren, jetzt sind wir ja doch relativ verteilt. Okay, ich hab den Drachen gehört, aber ich sehe ihn nicht. Ach da. Wäre ganz cool, wenn er sich jetzt einfach mit dem Golem anlegt. Weil alleine habe ich jetzt keinen Bock auf Golem. Ah, reicht jetzt schon? Nee. Ja. Ich hab jetzt nicht so wirklich Bock, hier im Alleingang gegen den Golem zu kämpfen. Ja, nee, das macht nicht so Sinn. Nee, das ist dann ein bisschen zu schmerzhaft dann, glaube ich. Ah, wenn ich das richtig sehe, ist da hinten ein Drachenei. Das wiegt 200 Kilo, ne? Ja, den Platz habe ich noch. Kann ja noch meinen Gürtel tragen. Ah, zwei Wölfe. Die erschieße ich ja schon von Weitem. Wenn ich sie treffen würde. Aber ich habe noch keinen weiteren Ausschlag auf der Winchelroute gehabt. Es ist immer wieder interessant, wie die Wölfe Bergsteiger sind, ey. Oh, hinter mir auch noch einer. Lol. Du kannst doch den Schatten hier sehen. Er hat keinen Ausschlag auf seiner Wünschelroute gehabt. Das finde ich auch sehr angenehm von ihm. Ja, weil ich mache halt nicht so einen Kellersport wie du, weißt du? Du fliegendes Eisrattengedönse. Ein Eisrattengedöns? Ja, wie die Ratten der Lüfte hier. Also eine Taube, wenn du die nicht schaffst. Ich höre nichts. Fick dich, Alter. So, wandert jetzt beide Wölfe von hier unten? Weil zwei waren unten und einer kam aber von hinten angeschlichen. Irritiert mich ein bisschen. Und immer noch kein Kopf gesammelt, Mann. Doch, eher Kopfhammer, wo Wolf und Nein, Karte ich selber gehen. Meine ich. Ich selber. Ach so. Jetzt gerade eben hier im Moment, wo ich hier Wölfe jage teilweise. Bei dir ist heute auch ruhig wie Sau, hä? Robin. Ja, die Leute sind mehr im Look und zocken selber noch was nebenbei. Außer halt Koron gerade eben noch. Der hat gerade wieder ein bisschen Aktivität in den Chat gebracht. Ja, daneben. Krepier, du Messi! Danke. So, und ja, ich habe noch einen Drachenei gefunden. Aha. Die brauchen wir ja für die Mutti. Du trägst so viel, ja, ich weiß. Wir haben schon 16 Wolfsfleisch. Die brate ich jetzt dann auch mal durch.
Warte mal, guck mal bitte vorher bei den Rezepten durch, ob das gebraten sein musste oder roh sein musste. Ach nee, wir können ja nur Dörrfleisch draus machen, stimmt. Aber guck mal vielleicht, ob das Dörrfleisch vielleicht besser ist und was das braucht, ob das gebraten oder das rohe braucht. Ich häng da mal eins an Haken. Du brauchst doch nur gucken nach den Werten bei den Rezepten. Ja, aber ich habe, wenn es jetzt zum Beispiel das, wenn ich den ja noch nicht durchgebraten habe, dann kann es sein, dass ich es noch nicht habe. So, ah. Dass ich das Rezept noch nicht habe, weißt du? Ah, okay. Ah, Koron hat es jetzt endlich mal zum Stream geschafft. Ach so, verstehe, du kennst mich schon von YouTube vorher, oder wie? Das ist natürlich schön. Und kennt man sich so vom Schreiben her von vorher, oder eher nicht? Ist ja oftmals so, dass die Leute auf YouTube dann halt einen komplett anderen Namen haben wie hier. Oder ich sitze dann nochmal da und denke, okay, da ist ein neuer gekommen und dann ist es aber einer, den man schon seit x Jahren kennt, weißt du? Wie kocht das Wolfsfleisch? Jetzt schaue ich nochmal in die... Ne, mit Wolfsfleisch gibt nichts, so wie ich das jetzt sehe. Wildschwein, Dörrfleisch? Ne. Wolf gibt's nicht. Ach, dann brauchen wir den Metzgertisch noch. Genau, der Metzgertisch und die Bratpfanne. Okay. Nee, die Bratpfanne ist nicht zwangsläufig notwendig für das Dörrfleisch vom Wolf. Weil ich habe aber im Soloplay noch keine Bratpfanne und kann den schon machen. Okay. Also wir haben jetzt 36 Würstchen. Also ein bisschen was haben wir wieder, zumindest im Fleisch. So haben wir ein paar Sachen wieder, die wir nutzen können. Immerhin, immerhin. Suppe haben wir 5 Rübeneintopf und 21 Karottensuppe. Das ist zu wenig. Definitiv. Weil jetzt ich habe aus unserem Fleisch mehr Würstchen gemacht, weil die geben 4 pro 1 Fleisch und wir brauchen ja momentan eher ein bisschen Masse für die vielen Leute. Ja, ich komme jetzt auch noch mit einer Fleischlieferung um die Ecke. Sehr gut. So. Kurze Info. Ja. Die Mehltränke, die stehen nicht mehr unter der Trese. Ich habe jetzt neben der Brücke ist ein kleiner Raum. Da habe ich jetzt ein kleines Metlager quasi gemacht. Oh, sehr nice. Schön. Bin da unter anderem Namen, ja. Hab aber noch nicht dort geschrieben. Bin seit dem ersten Satisfactory Let's Play mit Luke dabei. Ach, schön. Oh. Sehr geil. Das war die zweite Staffel bei mir. Das ist schon über ein Jahr her. Das war ja noch die kleine Staffel, wo ich nur mit Luke gespielt habe. Und danach ist ja noch der Kumpel von Luke, der Mike, dazugekommen. Da haben wir ja dann die dritte Staffel gemacht. Das war dann Update 3. Weil Update 3, drei Idioten, dritte Staffel hat super gepasst. So. Ich würde mal sagen, dass wir jetzt das Schiff zerlegen, das große. Und dann mal das Zeug heimholen, oder? Ja. Bin sogar noch weiter am Obsidian abbauen hier nebenbei. Das können wir ja dann auch zur Not erstmal mitnehmen. Achso, bringt mal bitte dann noch die Harpune mit. Die habe ich wieder in die Kiste bei der Fischerhütte gepackt. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Schlangenschuppen abgreifen würden, wäre das schon mal ein Schritt nach vorne. Wir sitzen da im Schiff. Ah, Gandalf. Genau. Magst du das Schiff kaputt? Ja, ich fahre es aber nur noch ein bisschen... Jawohl. Näher ans Ufer. So Leute, ich habe das Fleisch abgeliefert, ne? Liegt im Roh. Ja, ich koch gleich weiter. Ja, es ist Wildschweinfleisch, es ist nur 8 geworden, tut mir leid, also, aber findest keine Wildschweine mehr. Besser als nichts. Soll ich Suppen machen oder Würstchen als Masse? Ganz kurz mal eine kleine Unterbrechung. Herzlichen Dank für dein Prime-Abo, Koron. Freut mich. Vielen lieben Dank für den Support. Und, ja, ist jetzt die Frage, Würstchen oder Suppe?
Weil die Suppe ist ja auch ein Ausdauerlieferant, ne? Je nachdem, welche Suppe. Suppe haben wir halt und Würstchen hätten wir aber halt Masse, ne? Ja. Ach Gott, Alter, ich werde hier gleich vom Wolf zerlegt. Komm, wir sind jetzt eh bloß noch zu viert, oder? Erstmal aber halt kurz. Ja, dann, wir sind ja in zwei Wochen dann wieder sechs Leute, ne? Ja. Macht Würstchen erstmal. Wir brauchen halt ja. Für mehrere Mann jetzt Essen, ne? Ja.